Insanity, meine Besten. Hier ist, wo ich mag, und ich begrüße euch ganz herzlich zurück zu einer neuen Folge Let's Play Spyro the Dragon. In der letzten Folge sind wir durch das Level, jetzt muss ich nachgucken, Ice Cavern gelaufen. Ja, haben dort ein paar schneeballwerfende Ski-Langlaufs-Riesen besiegt. Und in dieser Folge machen wir jetzt auf in das Level Night Flight, dem Fluglevel der Welt Peacekeepers. Und ich glaube, dass die Namen der Welten jeweils auf die Funktionen der Drachen auch so ein bisschen anspielen. Ja, also ich weiß gerade nicht, was Artisans heißt. Aber ja, gut, in diesem Fluglevel haben wir an sich wieder ja, ein sehr ähnliches Ziel. Wir haben hier also zum Beispiel diese Truhe, diese Ringe waren jetzt neu, aber an sich... Ah, fuck, das war ganz, ganz blöd. Diese Ringe waren aber an und für sich jetzt nichts anderes als die Tore aus dem ersten Fluglevel. So, das eben hat uns jetzt schon einige Sekunden gekostet, die uns nachher den Hals brechen könnten. Aber wenn wir schnell und gezielt fliegen, kommen wir vielleicht doch noch durch. Genau, okay. Also in diesem Level haben wir jetzt keine Flugzeuge oder dergleichen wie in anderem. Dafür haben wir gleich Leuchttürme, die wir entfachen müssen. Und wir können natürlich auch, wie so oft, einfach mal sterben. Ich weiß gar nicht, ob man, wenn man hier stirbt, ein Leben verliert. Ich bin mir da nicht sicher, denn es sieht ja nicht so aus. Aber ja, davon abgesehen. Habt ihr gerade gemerkt, dieses Level fängt schon wesentlich, nicht stromlinienförmiger an, aber ja doch, irgendwie schon. Also man wird mehr in eine Richtung gelenkt. Einfach dadurch, dass sobald man das Level anfängt, diese roten Ringe direkt vor der Nase sind und dass man die direkt vor der Nase hat. So, ja. Und insofern ist es hier wirklich ziemlich einfach, eigentlich die richtige Route zu finden, denn immer wenn man das eine beendet, hat man direkt das nächste vor der Nase. Da war das erste Fluglevel, muss ich sagen, durchaus etwas offener und dadurch auch etwas komplizierter, wie ich finde. So, jetzt wird es langsam etwas schwerer, denn jetzt müssen wir immer ganz genau schauen, dass wir zu den Leuchttürmen kommen. Dabei sollte man natürlich den Feen folgen und hier ist das alles etwas verwinkelt und teilweise auch etwas gemein versteckt, wie ich finde. Und deswegen ja, muss man hier also ganz genau schauen, dass man... Oh, da hatten wir zu viel Zeit verbraucht. Ja, also probieren wir das Ganze nochmal. Ihr seht, diese Fluglevel sind ein Spaß für Jung und Alt. Und wahrscheinlich habe ich da irgendwo einen einzigen dieser blöden Leuchttürme gerade übersehen. Und deswegen hat das dann zeitlich nicht mehr gereicht. Immerhin hatten wir 7 Stück gefunden. Weil es könnte auch daran liegen, dass wir eben ja da unten auf der Insel so einen kleinen Zwischenstopp gemacht hatten. Das sollte natürlich auch nicht passieren. Das kostet auch unnötig viel Zeit. Und ja, das ist, was mich an diesen Flugleveln ein wenig nervt. Sie sind etwas sehr kleinlich manchmal, was so die Zeit angeht, die Zeiten angeht, die man in ihnen erreichen oder einhalten muss. Finde ich nicht... Ach, Jesus Christ, jetzt reicht es doch auch mal. Finde ich nicht ganz so geil, weil, naja. Diese übermäßige Präzision, die man braucht hier und da. Nicht so wirklich schön. Ich meine, man muss das Level nicht machen, das kann man dazu sagen. Und ich meine, die Belohnung, die man kriegt für 100%, ist recht cool. Ich meine, sie ist nicht übermäßig geil. Aber naja, ich meine, wenn man ansonsten Probleme hat und hier nicht durchkommt, einfach weil es so dermaßen präzise ist, und ich meine, die Flugsteuerung ist an sich in Ordnung, aber ich meine, es gibt da doch durchaus Besseres und so weiter und so fort, und dann kann das schon ein wenig fies sein. Meine Fresse, da wären wir beinahe wieder reingeflogen. Also solche Stellen sind immer relativ gemein, wie ich finde. So, jetzt aber hier. An mit dir. An mit dir. Ach, hier müssen wir rum, verdammte Scheiße. Und an mit dir. Ach, verdammt, da müssen wir ja rum. Ah! So, einmal. Nein. Ah, verdammt aber auch. Okay, 4 Leuchttürme fehlen mir dann noch. Wie viele?
Wo sind die? Wo ist dieser eine Leuchtturm, den ich gerade nicht gefunden habe? Ich weiß, es gibt immer so einen, den vergesse ich immer. Den übersehe ich jedes verdammte Mal. Und wenn ich ihn dann das erste Mal gesehen habe, dann finde ich den jedes Mal wieder. Aber ja, der ist auch ein bisschen blöd in diese ganze Flugaktion hier. In so eine flüssige Flugfolge einzubauen. So, das haben wir auch schon. Also ja, diese ersten drei Dinge, die man hier einsammeln muss, die sind soweit ja alle sehr, sehr einfach. Auch wenn ich mich gerade frage, was diese komischen Tore überhaupt sein sollen mit ihrer Energie. Warum die auseinanderfallen, wenn wir da durchfliegen. So, genau. Also, jetzt aber hier. Einmal. Zweimal. Dreimal. Viermal. Fünfmal. Sechsmal. Ah ja, okay, gut. Ja, okay, gut. Das war die richtige Reihenfolge. Das heißt, wir sind eben völlig falsch geflogen. So. Und jetzt haben wir es zum Glück geschafft. Okay, alles klar. Nein, nicht try again. Ich will es nicht nochmal again try and quit. Best time, your time, try again. No, danke schön. Und hoffentlich haben wir das jetzt alles noch. Ah ja, gut, wir haben die Juwelen. Alles klar. 300 scheint richtig zu sein. Aber ja, wenn wir jetzt mal schauen. Fehlt uns nur noch eine letzte Welt, nämlich der Endgegner dieses Levels. Oder dieser Welt. Dr. Shemp. Den wir jetzt konfronten, ja, gegen den wir jetzt zu Felde ziehen. Und durch dessen Ableben wir diese Welt auch ein für alle Mal komplett abschließen werden. Hallo Sparks, nimmst du bitte dieses blöde blaue Juwel damit? Dankeschön. So, den haben wir auch besiegt. Und ja, also das hier, na, Verzeihung, das hier ist so ein bisschen angelehnt an das Stadtlevel. Ja, um Gottes Willen. Dieser Welt. Oh! Und da ist er runtergefallen. Und oh ja, cool. Wenn sie runterfallen, dann geben sie uns auch ihre Edelsteine. Finde ich sehr, sehr gut. Das wäre nämlich sonst echt unfair. Aua. So. Gut, da ist auch noch der Edelstein von dem Typen da. Also ja, hier muss man so ein bisschen auch wieder aufpassen. Sich ein bisschen gut zu positionieren wissen. Aber wenn man das weiß. Boah, das war. Aua, du. Wie weit legst du mich denn bitte, du dicke blöde Frau? Das ist ja wohl nicht zu glauben. Und gut, hier ist er runtergefallen, alles klar. So. Der war aber echt fies platziert gerade, oder? Der kam da einfach um die Ecke. Ja, so dass man überhaupt nicht mit ihm gerechnet hat. Aber, na gut, hier war jetzt nicht ganz so klug. Die stand einfach so auf dem offenen Feld. Und, oh, da hinten ist auch noch ein Edelstein. Ja, 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 wie immer, diese kleinen Edelsteine, die irgendwo in den hintersten Geheimratsecken sitzen, ja, und darauf hoffen, dass man sie nicht findet. So, hallo, stirb bitte, dankeschön. Oh, sogar 10 Edelsteine, gar nicht mal verkehrt. Rauf mit uns, und jetzt muss ich einmal kurz überlegen. Ah ja, gut, da hinten scheint es zu glänzen, also wollen wir auch dort hinüber. Boah, seht ihr wieder so ein enorm knapper Sprung, ich hasse es einfach. Und hier finden wir den Schlüssel für dieses Level, auch nicht verkehrt. 25 Edelsteine und ein Schlüssel, also besser können wir es kaum haben. So, nochmal hier hoch. Ich glaube, hier ist was. Irgendwo, oder hier kommen wir irgendwie irgendwo hin. Nee, scheinbar doch nicht, okay. Dann erstmal hier runter. Und befreien wir den Drachen dieser Welt, weil dieses Levels. This guy thinks he's so cool. You don't know what it's been like listening to him over and over. But I'll tell you one thing. He should watch his back. Genau, so, da ist also unser Endboss, der Dr. Shremp oder Shremp oder wie auch immer. Und hier kommen wir leider nicht lang, denn die Brücke existiert momentan nicht. Dafür kommen wir aber hier rüber. So, können die Schatzkisten öffnen. Ganz vorsichtig. Können hier nochmal entlang schauen, ob hier was ist. Nein, glücklicherweise
ist dem nicht so. Also geht's jetzt zu der nächsten dicken ollen Frau hier drüben. Und ja, das war der einzige wirkliche Grund, hier hinzukommen. Ansonsten gibt's hier leider nichts mehr. Und das heißt, jetzt können wir uns wirklich das Doktorhaus annehmen. Und wie ihr merkt, nach wie vor haben wir noch nicht alle Edelsteine gefunden. Und wie auch schon beim Dingens. So. Kriegen wir auch während des Kampfes und nach dem Kampf noch Edelsteine. So, Dr. Shrimp ist von vorne geschützt. Wir müssen versuchen, ihn von hinten zu treffen. Und ich gucke immer ganz gerne hier rum, weil ich bin immer so paranoid, dass ich denke, hier könnten noch Edelsteine sein. Okay, ist nicht der Fall. So, und jetzt wird er gleich anfangen, uns anzugreifen. So. Wird er seinen kleinen Tanz vollführen. Das muss man einfach wissen, dass er sich da umdreht. Sonst hat man keine wirkliche Chance, weil er sonst einfach zu schnell wieder mit der dicken Plauze zu einem hinsteht. Und nee, dahinter ist jetzt nichts. Das sage ich jetzt einfach mal. Ah, genau. Ja, dann kommt er mit diesem blöden Angriff. Ah, nein, und wir sind tot. Super. Und das heißt leider, wir müssen den ganzen Bosskampf nochmal von vorne machen. So, da macht er einfach nur so einen kleinen Nahkampfangriff, wie es aussieht. Bringt ihm also nicht ganz so viel, wenn wir weiter wegstehen. So, diesmal wissen wir aber natürlich, was er machen wird. Boah, es ist echt gefährlich. Da wäre ich beinahe runtergefallen. So, sieht so aus. Da täuscht er einmal an und natürlich greift er uns nicht an. Okay, und der letzte Abschnitt des Kampfes besteht dann daraus, dass wir springen und ihn dann angreifen. So, genau das hätte ich eben eigentlich auch mit Leichtigkeit hinkriegen können. Ich weiß nicht, warum es nicht geklappt hat. Aber man lernt ja niemals aus. So, jetzt könnten wir also auch wieder home returnen. Aber zuvor gibt es natürlich hier noch die wundervolle Schatzkiste mit dem Schlüssel. Und ja, das müsste eigentlich noch nicht passen, oder? Nee, das passt noch so ziemlich überhaupt gar nicht. Was mich gerade sehr ärgert. Denn ich möchte gerne, dass es passt. Also scheinen uns hier echt noch irgendwo 10 Juwelen zu fehlen. Und das ist doof. Und ich möchte nicht, dass mir Juwelen fehlen. Denn Juwelen sind wahres Geld. Und dann passiert sowas Tolles. Wie ich das liebe. Jetzt überlege ich gerade, wo uns noch was fehlen könnte. Schweben wir erstmal kurz hier rüber und schauen. Ja klar, die sind jetzt auch alle wieder da. Super, ne? Okay, vielleicht kriegen wir ja gleich noch ein extra Leben oder sowas dafür. Jetzt muss man also das komplette Level absuchen, um zu gucken, ob man nicht irgendwo doch so einen kleinen Edelstein oder zwei vergessen hat. Ach hier, ja, immerhin. Gut, dann hat sich das ja zumindest sehr schnell erledigt und wir sollten eigentlich alles haben. Gut, 300 von 300, nochmal schauen. Jo, das haben wir alles, also Exit Level. So, also, meine Besten, es wird langsam Zeit, dass wir uns in die nächste Welt begeben. Aber ich denke, das heben wir uns am besten für die nächste Folge auf. In dem Sinne, ich bin Marc. Ich hoffe sehr, diese Folge von Spyro the Dragon hat euch gefallen. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir in die nächste Welt aufbrechen. Bis dahin, ciao.